Das College kann manchmal langweilig sein. Nicht jeder ist begeistert vom Lernen. Manche Menschen freuen sich auf das Läuten der Glocke. Diese beiden Schwestern wollen sich für die Nacht im College verstecken. Sie wollen wissen, was hier nach Feierabend passiert. Das Wichtigste ist, dass du dich nicht vom Wachmann Slippery Nick erwischen lässt. Sie nennen ihn so, weil er sich einmal die Fußsohlen mit Seife eingerieben hat und wie auf Eis den Flur hinuntergerutscht ist, bis er gegen eine Wand knallte. Es ist nicht schwer, ihn auszutricksen. Jenny und Emma haben einen Plan. Sie werden ein Geheimzimmer in der Schule bauen. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Sie brauchen offensichtlich keine Schreibtische. Lass uns das leise tun. So wecken wir Slippery Nick nicht auf. Keine unbequemen Schreibtische mehr. Und Jenny hat sogar Farbe gefunden. Aber Emma streicht nicht. Sie mag lieber Graffiti. Sie mag diese Art von Kunst. Sie mag auch Umarmungen. Umarme niemals Künstler. Ihre Hände sind nie sauber. Emmas Lieblingshemd schien wie die richtige Leinwand für ein neues Meisterwerk. Die Vorhänge aus dem Büro des Schulleiters haben sich in den geheimen Raum der Schwestern teleportiert. Der Boden hier ist zu hart. Dagegen muss sofort etwas unternommen werden. Aber Slippery Nick hat ein Dutzend Kissen für seine süßen Träume. Jeder Traum ist wie ein Märchen. Die Schwestern dachten, sie könnten sich ein paar Kissen leihen. Sie brauchen es offensichtlich mehr. Und Nicks Träume reagieren sehr sensibel auf Komfort. Die Mädchen wollen auch, dass alles weich und gemütlich ist. Jenny mag auch sehr gerne Kissen schlachten. Eine Schreibtischlampe im Büro des Lehrers erregte die Aufmerksamkeit des E-Girls. Der geheime Raum braucht sie mehr. Aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Wo liegt das Problem? Vielleicht liegt es an der Glühbirne. Jenny schüttelt sie und hofft, dass sie dann funktioniert. Aber vielleicht ist es besser, sie einzuschrauben. Das ist eine gute Idee. Das ist schon viel besser. Jetzt hat der geheime Raum die perfekte Selfie-Beleuchtung. Aber Jenny hat die Lampe genommen und will sie nicht teilen. Also beschloss ihre Schwester, ihre eigene Lampe zu bauen. Im Musikunterricht spielt sowieso niemand Horn. Also wird sich niemand darüber aufregen, dass Emma eine Lampe daraus gemacht hat. Jetzt kann sie in die wunderbare Welt der Literatur eintauchen. Hey, Jenny versucht alles zu ruinieren. Sie könnte auch Slippery Nick aufwecken. Aber nicht Emma. Sie hört das Meeresrauschen über ihre Kopfhörer. Die Schwestern sind bereits hungrig. Heute gibt es Kekse zum Abendessen. Jenny ist bereit, sie direkt aus der Verpackung zu essen, zusammen mit der Hand ihrer Schwester. Aber vergiss nicht zu schweigen. Slippery Nick könnte aufwachen. Wer hätte gedacht, dass Kekse so laut sind? Oh Mann, Nick ist wach. Er ist auf der Jagd. Und seine Beute für den Tag ist ein Becher Milch und ein Keks, den er aus irgendeinem Grund plötzlich haben will. Das perfekte Essen zu Pären wie wir. Was soll's? Nicht alle Erwachsenen schauen nur die Nachrichten. Die Schwestern sind zum ersten Mal in der Turnhalle. Aber sie mochte das Fahrrad. Sie hat sich vorgestellt, dass sie über die Köpfe all der Jungs hinwegfährt, die sie verletzt haben. Sie hat zu laut gejubelt. Nick wird sie fangen. Oder vielleicht hat er auch eigene Pläne, ins Fitnessstudio zu gehen. Er ist jetzt zum Training verabredet. Du wirst es nicht glauben, aber er achtet tatsächlich auf seine Figur. Und auf die Sportbekleidungstrends. Emma hat es geschafft, ein Springseil aus der Turnhalle zu stehlen. Es wird eine schöne Dekoration für den Geheimraum geben. Sie findet, es gibt nichts Schöneres als ihren Namen. Jetzt wird jeder sehen, wem dieses Geheimzimmer gehört. Der Job eines Wachmanns ist schwierig und voller Gefahren. Du musst jederzeit bereit sein zu kämpfen. Da ist zum Beispiel ein Bild, das sich im Korridor bewegt. Das ist nicht das erste Mal. Das College wurde auf einem alten Friedhof gebaut. Nick hat eine Menge Erfahrung mit Geistern. Sein bester Freund aus Kindertagen war Kasper. Er ist offen für die Wahrnehmung von Geistererscheinungen, aber nicht so offen wie für die Erscheinung von Donuts. Emma hat ein Schachspiel im Regal gefunden, aber kein Schachbrett. Nick hat versucht, alle schwarzen Quadrate auszuschneiden, weil sie ihn ablenkten. Emma musste selbst ein neues Spielbrett anfertigen und ihre Schwester wird ihr dabei helfen. Mit Malerband kannst du die Karos markieren. Jetzt muss nur noch gemalt werden. Emma ist eine echte Künstlerin. Sie kann leicht ein Schachbrett zeichnen. Und jetzt können wir spielen. Welche Strategie ist stärker, Emmas oder Jennys? Jenny hat immer einen raffinierten Plan, um zu gewinnen. Es ist ein bisschen aggressiv, aber ja, das ist genau das Richtige. Sieg! Slippery Nick wird gleich seine Runden drehen. Alles muss perfekt sein.
Er träumt von einer Plakette mit seinem Bild als bester Wachmann aller Zeiten. Oh, Emma, wie ist die hierher gekommen? Vielleicht hat Nick zu viele Donuts gegessen und der Zucker hat ihn halluzinieren lassen. Er gerät in Panik. Er denkt, es ist ein Geist. Er wird ein Nickerchen machen, sobald er seine Runde beendet hat. Aber seine Pläne haben sich geändert. Jemand hat Fußabdrücke in der Turnhalle hinterlassen. Das scheint ein neuer Fall für unseren Detektiv zu sein. Slippery Nick ist den Kriminellen auf der Spur und macht sich auf den Weg zu ihrem Versteck. Er wird überrascht sein, wenn er sich selbst erwischt. Der Hausmeister ist bereits dabei, die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Nick hat nicht damit gerechnet, ihn zu treffen. Das kann nicht gut enden. Der Kampf ist brutal. Die Jungs geben ihr Bestes. Der Hausmeister hat Slippery Nick schon immer gehasst. Der Wachmann hinterlässt immer schmutzige Schuhspuren. Die Schwestern liefen durch das College, bis sie das Büro des Rektors erreichten. Emma hat Angst, die Grenze zu überschreiten. Außerdem ist die Tür geschlossen. Aber Jenny gibt ihr auf, das ist nicht ihr Stil. Das Gefährlichste, was ihr einfiel, war, Nicks Schlüssel zu stehlen. Die Mädchen gehen ein großes Risiko ein. Sie hätten den Schlüssel abziehen sollen, anstatt den ganzen Schlüsselbund über den Campus zu schleppen, während der Wachmann schlief. Er könnte jeden Moment aufwachen. Emma hat an ihrer 6 Monate alten Nichte geübt, wie man Babys zum Einschlafen bringt. Die Tore sind offen. Mach weiter! Nick war überrascht, als er im Flur aufwachte. Aber er ist daran gewöhnt, er ist ein Schlafwandler. Jenny wollte schon immer Direktorin von etwas sein. Sie ist im Herzen einer Anführerin. Die Mädchen drückten versehentlich etwas und der Schrank setzte sich in Bewegung. Sie sind in Panik. Oh, jetzt macht das alles Sinn. Der Direktor hat sein eigenes Geheimzimmer. Was soll's? Jeder liebt Geheimzimmer. Die Schwestern lieben es, Trum-Trum-Trick-Videos anzuschauen. Aber oh weh, das Tablet hat keinen Strom mehr. Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Aber sie werden die Hoffnung nicht aufgeben. Die Mädchen haben beschlossen, dass sie auf dem Computer von Slippery Nick YouTube schauen können. Eher dem schläfrigen Nick. Oh, Zeichentrickfilme, toll. Jetzt kannst du dir das Popcorn schnappen und genießen. Das Wichtigste ist, dass du den Wachmann nicht aufwächst. Ups, die Mädchen sind kurz davor, erwischt zu werden. Das wäre so gewesen, wenn Nick bei der Arbeit aufmerksamer gewesen wäre. In seinen Träumen ist er ein glücklicher Lakai. Die Schwestern brauchten seinen Taktstock für etwas. Und ein Poptube reicht für Nick aus. Die Mädchen beschlossen zu spielen und Spaß zu haben. Aber Slippery Nick wachte auf. Er war überrascht. Er wollte schon lange eine Poptube haben. Offenbar hat die gute Fee seine Wünsche erhört. Der Job eines Wachmanns ist ernster, als er erscheint. Manchmal verschwinden Tassen direkt vor unserer Nase. Nick beschuldigt wieder die Geister. Normalerweise geben sie alles zurück, nachdem sie es benutzt haben. So war es auch mit dem Becher. Aber wozu brauchen sie seine Mütze? Nick fühlt sich schwach ohne sie. Er flippt aus. Er läuft Gefahr, seinen Ruf zu verlieren. Oh, sie ist wieder da, Gott sei Dank. Und jetzt brauchen sie die Schlüssel. Aber warum? Geister können doch durch Wände gehen, oder? Vielleicht sind es keine Geister, sondern die E-Girl- und Soft-Girl-Schwestern. Jetzt können sie jede Tür öffnen. Aber sie brauchen Schlüssel für Dekorationen. Sie haben einen Lampenschirm für ihre Girlande gemacht. Alle Überwachungskameras an Nicks Posten zeigen Bewegungen. Es sind Geister. Er ist entsetzt. Aber zum Glück ist es nur ein schlechter Traum. Er muss aufhören, Stephen King zu lesen. Er träumt nicht nur, er sieht Dinge. Nick ist bereits verwirrt darüber, was real ist und was ein Traum ist. Im Korridor begegnete er den echten Geistern. Nun, es sind nur Jenny und Emma. Sie sind alle in Decken eingewickelt. Also löst Slippery Nick diesen komplizierten Fall, denn er ist ein echter Profi. Die Mädchen können sich auf großen Ärger freuen. Jetzt müssen sie die Sicherheitskräfte spielen, so wie übrigens auch Nick einer geworden ist. Er wurde dabei erwischt, wie er Kaugummi unter seinen Schreibtisch klebte. Und jetzt werden Emma und Jenny für ihn arbeiten. Manche werden zum Mittelpunkt der Party, weil sie Sinn für Humor haben. Und manche wollen wegen ihres Status im Mittelpunkt stehen. Reichtum wird nicht jeden beeindrucken. Echte Freunde kann man nicht kaufen, oder doch? Emma ist sich sicher, dass sie die College-Königin ist. Aber das College weiß es noch nicht. Sie versucht, perfekt auszusehen. Das ist ihr Hauptproblem. Das arme Ding ahnt nicht einmal, dass man ein Buch nicht nach dem Umschlag beurteilen sollte. Emma ist verzweifelt wegen ihres Kleides. Und ihr Diener ist nur verwirrt. Doch seien wir mal ehrlich, es passt zu ihm. Ein Prinz zu sein, der wie eine Prinzessin gekleidet ist. Das reiche Mädchen zeigt ständig ihr Diamant-Accessoires.
und sie macht sich über das arme Mädchen lustig. Jetzt gibt es einen letzten Test und dann sehen wir, wer lacht. Jenny hat ihren Spickzettel benutzt und jetzt ist sie mit der Aufgabe fertig. Und sie teilt es sogar mit anderen, während Emma sich ihren Schmuck ansieht. Und hier sind die Ergebnisse des Tests. Alle haben eine 1 bekommen, außer die Reiche. Sie ist wütend. Sie ist nicht glücklich mit der Note. Und bereit, was dagegen zu tun. Aber eine mit Glitzer geschriebene Note ist viel besser. Emma ist unzufrieden mit dem Essen, das die Cafeteria anbietet. Sie wählt schon seit 20 Minuten. Hinter ihr ist eine Schlange. Und die Menge ist außer Kontrolle. Die Mittagspause ist bald zu Ende. Und sie haben noch nicht gegessen. Jenny weiß, dass sie das reiche Mädchen ablenken kann. Zu einem Diamanten kann sie nicht Nein sagen, auch wenn er gefälscht ist. Aber sie wird es später rausfinden. Sie weiß nicht mal, was drin ist. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war unbezahlbar. Aber jetzt lässt sie nicht mehr alle warten. Emmy hat keine Freunde. Es hat ihr noch lange niemand mehr geschrieben und ihr Telefon ist voll mit Spinnweben. Aber alle schreiben der armen Studentin ständig. Sie kommt einfach nicht zur Ruhe. Emma lacht über ihr billiges Handy, das ihr gleich den Geist aufgibt. Eine echte Krone von Königin Anna wurde ins College geliefert. Niemand kann dieses seltene Exponat berühren. Wie ist es möglich, dass die Krone nicht auf Emmas Kopf ist? Wow! Die treue Dienerin wird sie um jeden Preis bekommen. Das Sicherheitssystem ist das gleiche wie in Emmas Küche. Nick ist schon oft dran vorbeigegangen. Er kann sich vorstellen, dass die Krone ein Sandwich ist und alles wird gut gehen, aber die Krone ist nur ein Hologramm. Das reiche Mädchen ist außer sich vor Wut. Wo ist die echte Krone? Wir können nur raten. Wahnsinn, Jenny hat so eine coole Tasche. Sie hat sie selbst gemacht. Emma versucht mit ihrer Tasche die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber die Jungs scheint das nicht zu interessieren. Die Gleichgültigkeit der anderen ärgert sie. Nick hat beschlossen, dass die Handtasche der Chefin mehr Glanz braucht. Mit Diamanten. Emma sollte hier glänzen. Die Handtasche wurde zu schwer für die kleine Dame. Aber jetzt schauen alle auf sie. Sie wollte die Art von Aufmerksamkeit nicht. Aber selbst der starke Kerl kann die Tasche nicht aufheben. Die Freunde werden ein Selfie machen. Keiner hat Emma angerufen. Unfair! Sie macht selbst ein Foto. Und natürlich sieht sie traurig aus. Das kann man nicht auf Instagram posten. Teure Accessoires muntern das reiche Mädchen auf. Der Fotograf hat es mit Blitz übertrieben. Die Jungs sind buchstäblich blind geworden und finden den Weg nicht mehr raus. Emma ist sich sicher, dass die Schönheit den Effekt auf sie hatte. Ein neues Spielzeug des reichen Mädchens, ein prächtiger Diamant. Alle müssen es sich ansehen und neidisch sein. Aber alle Augen sind auf den Organizer gerichtet, den Jenny gemacht hat. Die Studenten sind mehr davon beeindruckt. Idioten. Jenny hat so wenig Geld. Emma findet die Armut lustig. Sie ist auf die eigene Art komisch. Sie kann die teuersten Torten leisten, aber einen normalen Diener hat sie noch nicht. Der tollpatschige Nick hat alles fallen lassen. Ein weiterer guter Tag ist ruiniert. Emma bittet um einen Marker, um das Thema der Unterrichtsstunde zu unterstreichen. Jenny ist immer bereit, der Freundin zu helfen. Emma konnte das nicht ignorieren. Jenny ist ein bisschen peinlich berührt. Aber Jennys Anmut macht es noch stärker. Sie wird ihre Maniküre mit Pappe reparieren. Ja, du hast richtig gehört, mit Pappe. Emma hat ihre eigene Maniküre. Was denkst du, wessen Maniküre ist besser? Schreib's unten hin. Nichts bringt euch einander mehr als ein gemeinsames Mittagessen. Emma beschließt, ihren Mitschülern den teuersten Burger zu geben. Jenny bleibt hungrig. Jenny hat nichts bekommen. Sieht so aus, als hätten die Burger eine Überraschung. Deshalb sind die so teuer. Und nichts kann Andys Zahn retten. Fräulein Ruby hat alle gebeten, Laptops in den Unterricht mitzubringen. Emma hat natürlich einen Diamanten-Laptop für eine limitierte Auflage. Jenny benutzt einen Papp-Laptop. Sie hat ihn selbst gemacht. Außerdem reichen Mädchen. Es ist leicht, Pappe mit Wasser zu zerstören.
Aber der tollpatschige Hausmeister fand noch einen tollpatschigeren Diener. Und das wirkte sich gegen Emma aus. Du kannst keine Waffen mitbringen? Der reiche Student ist sicher, dass man den Kerl mit schönen Ringen kriegen kann. Aber dieser Einfaltspinsel weiß nichts über Edelsteine. Und von Schönheit auch nicht. Wie kann man nur übersehen, wie hübsch und reich Emma ist? Und außerdem ist sie sehr großzügig. Keiner kann sie schätzen. Emmas teure Feder hat keine Tinte mehr. Sie wird nicht mit dem Stift der armen Schüler schreiben. Sie hat Hilfe für solche Situationen. Nick macht alles selbst. Jenny hat wieder eine 1 bekommen. Toll! Emma hat auch eine 1, aber es ist nicht wirklich ihre Note. Es gibt 9 Einser-Schüler. Nick, herzlichen Glückwunsch! Und Emma muss den Test alleine schreiben. Jennys Pappschrank ist völlig kaputt. Sie versucht schon seit 20 Minuten, ihn zu schließen. Aber das reiche Mädchen kann ihren Spind mit einem Knopfdruck öffnen. Emma findet Jennys Kampf mit der Spindtür lustig. Aber das Gute wird immer helfen. Die Mitschüler finden das unfair. Sie wünschen sich auch einen guten Kerl. Genau, sie wollen mit dem Kuss der Liebe geweckt werden. Genau wie im Märchen. Aber sie ist zu launisch, um glücklich zu sein. Sieh mal, was für einen Ring Jenny hat. Sie hat ihn selbst gemacht. Emmy hat auch etwas zum Vorzeigen. Sie hat einen großen Diamanten. Unglaublich. Jenny lädt ihre Klassenkameradin zu einem gemeinsamen Essen ein. Sieht aus, als wäre der Diamant zu groß. Emma wird bleiben und Probleme lösen. Um die Anerkennung der Klassenkameraden zu gewinnen, beschließt Emma, eine große Party zu schmeißen. Sie druckte Einladungen aus und ließ Luftballons aufblasen. Eigentlich hat Nick alles für sie getan. Niemand will kommen. Irgendwas ist faul. Hassen alle Emma so sehr? Nick hat die Lösung gefunden. Er kann einfach alle freikaufen. Das Wichtigste ist, dass Emma nicht versteht, dass er versucht, ihre Freunde zu bestechen. Alle wollen etwas umsonst. Emma kann ihren Augen nicht trauen. Sie wird eine richtige Party feiern. Die Gäste verspäten sich ein wenig. 2 Stunden. Alle. Wahrscheinlich haben sie einen Grund, zu spät zu kommen. Emma ist aufgeregt. Mit Juwelen? Oh, der erste Gast. Hör auf zu weinen. Das ist die falsche Party. Wie unhöflich. Sieh mal, Jenny ist nicht mit leeren Händen zu Emma gekommen. Jetzt hat sie einen Freund. Und natürlich müssen wir ein Foto machen. Sonst glaubt uns niemand. Jede Hand hat 10 Finger. Mit 10 gefährlichen Nägeln. Sie sind rasiermesserscharf. Und wenn es mehr als eine Hand ist, wie kann man sich dann befreien? Ein Albtraum. Oh, es ist nur ein Albtraum, den Nick hat. Oder nicht? Hier ist das erste Problem, auf das Nick stößt. Der Touchscreen will nicht auf ihn hören. Jenny ist so glücklich. Sie macht sich über ihn lustig. Jennys Leben hat sich ohne ihre Nägel völlig verändert. Sie kann sich jetzt nicht mehr kratzen, wenn es juckt. Dafür waren die Nägel perfekt. Sie reibt sich den Rücken an den Möbeln wie ein Bär. Aber es hilft nicht. Vielleicht ist die Tür ein guter Kratzer. Nick ist auch hier. In einer perfekten Welt kratzt Nick ihr den Rücken. Ja. Nick ist ins Fitnessstudio gekommen, um zu trainieren. Er ist in der Stimmung zu boxen, aber mit den Nägeln geht es nicht. Aber Nick gibt nie auf. Er ist ein großartiger Problemlöser und benutzt eine Schere. Ja, jetzt wird er ein boxender Wolverine. Keiner kann ihn schlagen. Er schlägt jeden K.O. und kratzt ihn auf. Ohne ihre Nägel muss Jenny buchstäblich neu lernen, ihre Hände zu benutzen. Sie schafft es nicht, das Ende des Bandes zu erreichen. Es klappt nicht. Wenn sie nur lange Nägel hätte wie Nick. Das gibt's nicht.
Sie wird alles tun, um die Wette zu gewinnen. Tolle Idee. Sie wird ihn mit Klebeband fesseln. Ah, Stockholm-Syndrom. Das wird helfen. Nick will die Situation bereinigen und Jenny ein romantisches Abendessen liefern. Seine Nägel! Sie werden ein Mixer sein. Oh ja, Nick ist sehr zufrieden. Jenny macht einen Spaziergang. Dann sieht sie sich die Wettervorhersage an. Draußen ist es kalt, also muss sie sich warm anziehen. Oh ja, das ist besser. Es sieht aus, als könnte man sich die Hände am Kamin erwärmen. Nick wird sich anziehen und fertig machen. Zuerst muss er sich rasieren. Aber hier ist das Problem. Seine Nägel lassen ihn das Rasiermesser nicht halten. Moment, die Nägel sind ein Rasiermesser. Ja, so geht das. Schon besser. Was ist mit den Kontaktlinsen? Wie kann er sie rausholen? Die Nägel sind im Weg. Vielleicht braucht Nick gar keine. Die Brille bringt seine Wangenknochen zur Geltung. Jenny hat sich immer noch nicht an das Leben so gewöhnt. Sie schaut sich auf YouTube Lifehacks an, wie sie dann damit zurechtkommen kann. Aus dem normalen Händewaschen wird eine ganze Inszenierung. Nick gefällt's, aber Jenny kann nicht aufhören. Nick bekommt die ganze Aufmerksamkeit im Fitnessstudio. Seine Nägel. Hier ist die Challenge, die Gewichte von der Langhantel zu bekommen. Aber Nick ist sehr zuversichtlich. Das wird schon. Aber er braucht ein Talcumpowder. Einreiben und los. Niemand kann über seine Nägel lachen, weil er so muskulös ist. Nick gewöhnt sich an seine Nägel. Er macht ein paar neue Selfies, um seinen neuen Look zu zeigen. Oh je, einer von Nicks schönen Nägeln ist abgebrochen und er kann ihn nicht finden. Ruft um Hilfe, SOS! Nick hofft, dass die Polizisten die Situation verstehen. Nur sie können ihn retten. Die Operation beginnt. Sie müssen jeden Zentimeter des Ortes untersuchen, um den Nagel zu finden. Da ist er! Nein, der Nagel ist an seiner Hand. Wir brauchen noch einen. Sieht so aus, als könnten selbst die besten Detektive nicht helfen. Typisch. Jennys Brieftasche ist leer. So ein Pech. Sie sieht eine Münze. Aber wie kann sie sie ohne Nägel bekommen? Wie kann sie sie aufheben? Glaub einfach an dich und konzentrier dich. Nick kann dir helfen. Mit Leichtigkeit. Jenny ist dankbar. Und Nick findet, dass die Münze nicht in die Brieftasche gehört, sondern ins Sparschwein. Wird Jenny wirklich so dastehen? Das werden wir rausfinden. In der Zwischenzeit wird Jenny ihr Notizbuch mit ein paar süßen Aufklebern verzieren. Aber wo soll sie sie herbekommen? Sie wird sie aufheben müssen. Zum Beispiel mit den Nägeln, die sie nicht mehr hat. Nick ist da. Er hat tolle Nägel. Aber selbst die sind nicht stark genug, um die Aufkleber zu bekommen. Vielleicht können wir Magie einsetzen? Sind wir bald da? Nein, das ist unmöglich. Oder vielleicht braucht man wirklich Magie. Zeit für die Wäsche. Lad es auf.
Aktivier den Modus. Ups, Nicks Nägel sind im Weg. Er wird verrückt. Es hat geklappt. Oder? Was ist mit Nicks Pulli? Er wird ihn einem Kobold geben müssen. Im Tausch gegen Gold. Das ist der Startpfiff. Los geht's! Jenny und Nick rennen um ihr Leben. Sie haben Lichtgeschwindigkeit. Sie sind Kopf an Kopf. Und erreichen die Ziellinie. Zur gleichen Zeit? Die Richter sind verwirrt. Aber das Zielfoto wird es zeigen. Nicks Nägel waren zuerst da. Er bekommt den Pokal. Er wird morgen überall zu sehen sein. Jenny ist aus dem Häuschen und Nick freut sich über den Sieg. Der Gewinner kriegt alles. Nick überlegt sich, wie er seine Tasche mit Geld vor Jenny versteckt. Es wird Zeit für eine neue Videokonsole. Also versteckt er das Geld auf dem Grund des Pools. Aber Jenny kann das Geld sogar durch das Wasser hindurch riechen. Guter Fang! Nick merkt, dass sein Geld fehlt. Also muss er es besser bewachen. Jenny hat eine Heidenangst vor Hunden. Besonders vor Hunden unter Wasser. Jetzt ist Nicks Geld in Sicherheit. Jenny versucht, ein paar Scheine zu stehlen. Aber Überraschung! Ein Unterwasserhund! Nick sonnt sich im Pool und hat ein Auge auf seine kleine Schwester geworfen. Aber sie hat bereits einen Racheplan. Diese abgelehnten Bitcoins können das Boot ihres Bruders leicht versenken. Ahoi! Damit hat er nicht gerechnet. Jenny ist zunächst glücklich, aber ihr Bruder geht wirklich unter. Hier ist ein Sicherheitsbrett, aber es ist zu billig für Nick. Es ist nicht auf seinem Niveau. Nick reinigt den Pool. Sieh dir all diese Goldbarren an. Wie sind die da hingekommen? Jenny traut ihren Augen nicht. Jetzt ist Nick noch reicher. In diesem Pool kann man sein Vermögen finden. Jenny will es auch versuchen. Oh, sie hat etwas gefangen. Es ist ein Puppet. Aber es ist nicht aus Gold. Spielt ihr Bruder ihr wieder einen Streich? Ja. Sehr witzig. Nick könnte ewig sein Geld zählen. Es entspannt ihn. Oh, er hat was Neues gefunden. Ein goldener Bitcoin. Jenny will etwas Geld verdienen, also bittet sie, ihm zu teilen. Jenny schlägt vor, die Bitcoins in den Garten zu pflanzen, damit daraus ein Goldbaum voller Bitcoins wird. Nick glaubt ihr, aber er will es vorsichtshalber selbst ausprobieren. Was, wenn er reich wird? Jenny wird in der Zwischenzeit auf sein Geld aufpassen. Ja, das macht sie gut. Nick hat den perfekten Platz für den goldenen Baum. Er pflanzt ihn und wartet. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass Jenny überhaupt da sein würde. Sie gräbt die Münze kurzerhand aus. Nick ist schockiert. Er dachte, sein Goldbaum würde Wurzeln schlagen. Jetzt muss er den Geldbaum gießen. Die Geschwister spielen Badminton. Und sie machen sich gut. Aber Jenny kann es kaum erwarten, einen neuen Streich zu spielen. Was, wenn sie das Vögelchen gegen ein Goldnes austauscht? Service direkt ins Auge. Das tut weh. Aber das blaue Auge ist Gold wert. Nick liebt es. Willst du auch mein anderes treffen? Nick hat Hunger und er will ein Stück Schokolade. Solange seine Eltern nicht zu Hause sind, kann er essen, was er will. Er hat sein Handy irgendwo vergessen. Jenny bringt das Mittagessen ihres Bruders dazu. Nick weiß, dass Jenny seine goldene Schokolade gegessen hat, aber sie streitet alles ab.
Warte, womit ist sie bedeckt? Es war ein versehentlicher Streich. Was willst du dagegen tun, Nick? Zeit, mein Surfbrett zu probieren. Nick jagt seine Schwester weg, damit sie ihn in Ruhe lässt. Jenny gefällt es überhaupt nicht. Was glaubt er, wer er ist? Sieht so aus, als ob sie auf Rache aus ist. Nick kann sich kaum auf seinem Brett halten. Er rutscht ab, anstatt auf den Wellen zu reiten. Weil Jenny es mit Sonnencreme eingerieben hat und sich selbst auch.